Hallo zusammen, ich bin euer Capcity und an dieser Stelle möchte ich euch mein neues Projekt, Bastelprojekt vorstellen. Worum geht es? Ihr seht im Hintergrund PlayStation Pi und zwar möchte ich das Ding, wie ihr unschwer erkennt, ist es ein Raspberry Pi in das da, eine PlayStation 1 bzw. in das Gehäuse der PlayStation 1 einbauen. Was ihr dazu benötigt, wie ihr da vorzugehen habt, ist wunderbar auf dieser im Hintergrund sehenden Webseite retro-emulation.com nachzulesen. Der Autor Andreas Jabs hat dieses Projekt dort vorgestellt, betreibt selber auf der Webseite auch einen Webshop, wo man diverses Zubehör, was man für dieses Projekt benötigt, käuflich erwerben kann. Das wäre zum Beispiel das, was hier zu sehen ist, diverse Kabel. Wenn ich nochmal hier zurückgehe und hier weiter runter scrolle, sieht man das auch hier auf dem Bild, wie es denn zusammengebaut im Inneren später aussehen wird. Und was auch ganz schön ist, ich sehe es hier unten, wo diese ganzen Kabel hinführen. Das sind 3D-Druckteile, die er dort verwendet. Er bietet die Layout-Dateien auch hier zum Download an. Ein Vorschlag, wo man sie drucken lassen kann. Und wenn wir jetzt mal in seinen Shop wechseln, da sieht man dann auch das Sortiment, was ich mir bestellt habe. Da kommen wir dann auch mal zu einer kleinen Auflistung, was so ein Projekt kostet, was es euch kosten würde. Es sind zum einen, mach das mal größer, hier diese Kabel, die in dieser Lieferung drin waren, aber zum anderen auch diese Platine, die er gelayoutet hat. Die Platine stellt dann innerhalb des Gehäuses die Stromversorgung sicher. Dort wird die Power-LED angeschlossen, kann in der Helligkeit geregelt werden. Dort wird ein Lüfter angeschlossen, kann in der Geschwindigkeit geregelt werden. Der Pi wird dort angeschlossen. Zudem habe ich noch weitere Möglichkeiten. Ein USB-A-Stecker ist dort oder eine Buchse ist dort vorhanden, um eventuell noch eine Festplatte für spätere Modifikationen anzuschließen. Was die Qualität der Lieferung der bestellten Ware angeht, war ich sehr positiv beeindruckt. Ich gehe nochmal auf das Bild zurück. Die ganzen Kabel sind sehr hochwertig. Der große Vorteil dieser Bestellung ist natürlich, dass sie perfekt in die 3D-Druckteile passen und der Preis von in diesem großen Set von 50 Euro hat den Vorteil, ich brauche nicht in sämtlichen Shops nach diesen Komponenten suchen, laufe Gefahr, dass ich etwas bestelle, was dann doch nicht in das vorhandene 3D-Druckteil passt. Und so finde ich den Preis also sehr fair. Ich sagte es gerade schon, die 3D-Druckteile, die könnt ihr ja dort auch auf der Homepage herunterladen. Gehe ich jetzt mal hier rüber. Das ist eine kleine Auswahl. Eine kleine Auswahl deswegen, weil hier noch zwei Teile fehlen. Ich wollte alles richtig machen. Das erste Mal, dass man so ein Projekt doch innerhalb des Gerätes extrem hochwertig aufbaut und nicht selber anfängt mit Heißkleber oder diversen Kabelbindern, Unterlegplättchen zu arbeiten. Und da ist es halt passiert, dass ich beim Hochladen glatt zwei der Layout-Dateien vergessen habe. Oder sie wurden nicht hochgeladen, ich weiß es nicht. Zu den Kosten zu den 3D-Druckteilen. Sie werden euch so um die 20 Euro kosten. Klar, wenn ihr höherwertige Qualität haben wollt, kostet halt das entsprechend mehr. Das ist aber alles wunderbar auf der 3dhub.com-Seite, so heißt sie, die er auch auf seiner Seite retro-emulation.com verlinkt hat, zu sehen, welches 3D-Druckstudio bei euch in der Nähe ist und was für Kosten euch erwarten, was für Qualität euch erwartet, was für ein Material ihr haben wollt. Ich habe mich in diesem Fall für, weiß nicht, ob man das sehen kann, ich gehe mal hier dichter ran, da sieht man halt auch den 3D-Druck ganz gut, diese Muster, also überall, wo diese einzelnen Schichten aufgesetzt wurden. Das ist Silber Metallic.
Insgesamt habe ich mir von Silber Metallic etwas mehr versprochen, als man hier sieht. Aber ich lege das mal hier rüber. Passt es doch sehr gut zu dem Schlichtgrau der PlayStation 1. Ich hatte erst noch überlegt, Silber Metallic, da muss ich bestimmt noch die PlayStation selber auch farblich lackieren, um dass ich da kein Stilbruch in irgendeiner Form habe. Aber ich denke, ich werde sie einfach so lassen, wie sie ist. Ich habe sie einfach nur, als sie gekommen ist, auseinandergebaut. Einmal gewaschen. Ich glaube, dieses Gerät wurde noch nie in seinem Leben so intensiv gewaschen. Es sind sämtliche Schmutzflecke, ist alles runtergegangen. Sie ist super sauber geworden. Sie hat überhaupt keine Kratzer. Das finde ich auch total erstaunlich. Wo ihr auf jeden Fall drauf achten müsst: Die PlayStation selber hat mich 10 Euro gekostet. Es war sogar noch eine funktionierende, keine Defekte. Es werden also auch etliche defekte Geräte angeboten. Interessiert euch primär auch nicht, weil ihr ja eh nur das Gehäuse benötigt. Ich habe mir halt die Innereien, die ich dort rausgebaut habe, weggelegt. Ich habe selber noch eine funktionierende PlayStation, falls man dort dann mal ein Ersatzteil benötigt. Hat man sowas liegen. Wo ihr drauf achten müsst, ich drehe die mal um. Mal gucken, ob die Kamera das einfängt. Ja, ist hier links zu sehen der Parallel-IO-Port. Nicht alle, und da war ich echt erstaunt, wie viele verschiedene PlayStation-Modelle es gibt. Dieser Port ist wichtig. Das Projekt basiert darauf, dass von dem Raspberry Pi, ich sehe hier 4 USB-Ports, ich sehe hier ein Netzwerkport, ich drehe ihn mal weiter, ich habe hier den SD-Karten-Slot, ich drehe ihn noch weiter, ich habe hier den USB-Power-Anschluss, den HDMI-Anschluss und ein Audio-Jack-Out. Die werden später alle nach draußen geführt. Das heißt, das Gehäuse ist verschraubt und ich komme an sämtliche Anschlüsse ran, kann sogar hinten dann bei der PlayStation die SD-Karte wechseln. Wenn ich hier jetzt mal auf der Webseite weiter runter gehe, dann gibt es hier auch das Video von dem Andreas Jabs, wie er das Ganze zusammenbaut, worauf zu achten ist. Und da fange ich jetzt einfach mal mit an.